So, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, der zweite Test mit OBS. Ich hatte ja schon davor erwähnt, im letzten Teil der letzten Folge, dass Bandicam, mein eigentliches Aufnahmeprogramm, immer mal wieder bei Greedfall spinnt und die Aufnahme einfach so mittendrin abbricht. Ich höre wirklich nur noch ein PC-Geräusch hier, so als wenn man gerade eine Maus einstöpselt und dann wieder zurück. Also hier dieses düdüb, düdüb. Und dann ist Ende. Und dann kriege ich auch die Aufnahme nicht mehr gestartet und es ist alles weg. Jetzt versuche ich es mit OBS. Einstellungen fand ich jetzt letztens recht in Ordnung. Ich würde jetzt erstmal so weitermachen. Hoffe, es ist für euch in Ordnung. Ansonsten seht es mir nicht nach. Es ist halt das erste Mal, dass ich wirklich mit, also so richtig mit OBS aufnehme. Ich habe auch gar keine Ahnung von diesen ganzen Einstellungen da. Wenn ich das wüsste, würde ich auch mal streamen. Ja, so. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich sage, das Einzige, was mich stört, ist, dass ich nicht sehen kann, ob OBS wirklich aufnimmt. Bei den anderen habe ich immer diese FPS-Zahl da oben stehen und wenn ich nicht aufnehme, ist sie gelb. Wenn ich aufnehme, ist sie rot. Das ist bei Bandicam so und auch bei Loiloscope. So nenne ich das auf jeden Fall immer so. Aber auch das funktioniert hier nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob OBS jetzt auch weiterhin funktionieren wird. Das werde ich gleich sehen. Ja. Hoffen, hoffen, hoffen. Wie sie immer die Tür aufreißt. Schönen guten Tag. Hier finden wir nichts. Das Kästchen. Das ist nichts. Das ist die Spendenbüchse. Hier ist eine Tür, die machen wir direkt auf. Türen sind immer gut. Kann man immer aufmachen. Da ist Blut. Wieso ist denn hier Blut? Jetzt muss ich natürlich gucken. Der Hund muss gleich noch raus. Ich wollte das jetzt unbedingt mal eine Folge testen. Aber der Hund muss gleich noch raus. Ich warte noch auf einen wichtigen Anruf. Es kann also sein, dass hier mittendrin noch ein kleiner Cut ist. Oh, sieht aus, als wäre hier schon jemand gewesen vor uns. Die Truhe ist nicht gemeint, okay. Mein Gott, die foltern hier richtig. Wo ist denn hier die scheiß Truhe? Irgendwo unten. Ja, aber gut, dass ich nach oben gegangen bin. Guckt euch das mal an hier, ey. Ist ja nicht normal. Irgendwo unten. Wo soll denn da unten? Ich habe da unten geguckt. Durchsuche das Büro von. Ja, ein Büro ist ja nur hier. Das ist kein Büro. Also für mich ist das hier kein Büro. Oh mein Gott, Siona, wegen dir kriege ich die Tür nicht auf. Ach, da ist noch. Oh, guck mal, die Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Da ist unsere Truhe. Brief aus Claudius Truhe. Claudius, wir hoffen, dass wir auf dich zählen können. Eine neue Fuhre der eingeborenen Ketzer ist auf dem Weg in das Lager. Wir wollen, dass du dich darum kümmerst, die widerspenstigen einheimischen Probanden zu bekehren. Nimm den unauffälligsten Weg, um uns zu treffen. Den Weg, der zwischen den Felsen im Osten der Stadt beginnt und zu der abgelegenen Lichtung führt, auf der wir das Lager errichtet haben. Es ist unerlässlich, dass unsere Bemühungen vorerst geheim bleiben. Möge der Erleuchtete dich schützen. Der Ordo Luminis. Thanks to these documents, we'll be able to show the natives where the conversion camp is, and the times when new prisoner convoys will get there too. I hope the warriors will find a discreet way to set their comrades free. Attacking a camp of the Order could quickly turn into a slaughter for both sides. So, entschuldigt bitte die, ja, der kleine Cut schon wieder einmal. Aber da war der wichtige Anruf, auf den ich gewartet habe. Und ich war zeitgleich halt noch mit dem Hund draußen. Und jetzt kann ich vollkommen loslegen und ich habe mich komplett verlaufen. Ich bin jetzt hier nach oben gerannt, anstatt nach rechts. Das ist immer noch ein Trauerspiel, wie das da hängt, das Tier, ey. Oder Biest oder was weiß ich nicht, was Monster, keine Ahnung.
So, Hundi müsste jetzt auch glücklich sein. Den habe ich noch gefüttert. Getrunken hat er auch noch. Jetzt liegt er in der Box. Er wollte jetzt zwar gerade spielen, aber nach dem Fressen gibt es kein Spielen. Das ist momentan auch so mit meinem Welpen. Der ist so, also was heißt Welpen? Welpen ist er jetzt nicht mehr. Er ist jetzt bereits schon 6 Monate alt. Aber an sich ist die Erziehung recht einfach mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man vorher die ganze Zeit Dobermänner erzogen hat und dann so einen Schweizer Schäferhund hat, dann ist das wirklich ein Unterschied, weil Dobermänner sind wirklich, können. Also ich hatte mit meinem Rüden in der Welpenzeit Glück, dafür war er in der Pubertät der absolute Horror. Also das können richtige Teufel sein, in der Pubertät und so bei der Erziehung. Ja, und er hier, der Schweizer Schäferhund hier, der Kleine, der ist so einfach von der Hand zu erziehen. Also manchmal hat man das Gefühl, ich glaube, ich muss hier noch irgendwo runter, oder? Bin ich schon wieder falsch abgebogen hier. Ja, dann sieht man aber auch kaum den Weg. Er ist so einfach zu erziehen und leicht und so. Und wir waren letztens beim Welpentreffen und alle haben so voll die Probleme mit den Hunden. So meist so Ersthund oder Zweithundbesitzer. Und ich denke mir nur so, boah, der Hund, der ist so super, ey. Das ist so, der ist wie so ein Engel. Aber er hat natürlich auch so seine 5 Minuten und seine Phasen. Frech ist er aber auch noch nie so gewesen. Nur was er jetzt momentan entwickelt, also das erzähle ich gleich weiter. So, did you discover anything? I did. I found some information that should allow you to locate the conversion camp. And I also found a note about a prisoner convoy coming soon. Why come and tell us all of this if your intention is just to betray us? Betray you? How so? You're not the ones this so-called legate betrayed. We are. And that a missionary as eminent as you has helped her, Petrus. I would never have thought it possible. The Ordo Luminis is prepared to start waging a merciless war against the natives, with the sole purpose of converting them in a secret camp which is nothing but a torture room. And you dare to show such disdain towards me? I take it as a compliment. What are you talking about? Are you saying Claudius managed to complete his great conversion camp project? Don't pretend that you did not know. I did not, but now that I do, I will do everything in my power to continue his work. And the first step will be to eliminate those who would denounce us. The Mother Cardinal focuses too much on politics, when she should be following her faith instead. We will fight these monsters by your side, Onol Menawi. Wie auch immer. May the Enlightened protect me in this battle. Rosduissa Rechnestiri. Your magic is running out. Take a potion. You may the shadow engulf our enemies. You will regret ever going against the guard. Rosduissa Rechnestiri. Ich muss mal kurz ausweichen. May the shadow engulf our enemies. Upsala, und jetzt nochmal ausweichen. Close to is a richness theory. Boah. Ich wollte gerade einen Trank trinken. You've no magic left. Drink a potion. So. Thank you. You don't have to thank me. These men were our enemy. The monsters torturing my people. It would be best if nobody in Teleme caught wind of our involvement in this matter. Even though the actions of the Order are very questionable, we might be held responsible for these men's deaths. You're right, Father. It would be regrettable if this matter were to put our alliance in jeopardy. Do not worry about it. We won't tell them.
And we will make these bodies disappear. Nobody will ever know what happened to them. Except for Armal, of course. Queen Deirdre will be grateful to you for helping us. I hope this will help our relations in the future. In any case, do not worry about this camp. She will not let our people be imprisoned. She may even ask for your help in destroying it. Perhaps. In the meantime, please give her my regards. Bertir Tumad on all Menawi. And thanks again. Jo, ach, die Leichen sind wirklich weg. Schön. Muss mal kurz checken. So, das haben wir erledigt. Denke ich mal. Dann können wir ja jetzt eigentlich Kurt. Nee, nicht Kurt. Vasco. Vasco wegen dem Familientreffen. Richtig. Das wollte ich nämlich unbedingt auch noch hier fertig machen, weil ich habe das Gefühl, dass das nämlich in San Mateus ist. Weil warum sonst würde jetzt auf einmal diese Quest halt kommen? Und labeln wir mal hier schnell zurück. Was stehen die denn hier so rum? Was ist denn da? Gucken sich die Burg an. Oder die Stadt. Wie auch immer. So. Desordé. I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. But I see you're already busy with something else. Come find me again when you're available. Did you want anything else? I must leave you. Hä? Mit was bin ich denn beschäftigt? Erkundung der Kurzquest Vasco. Ich möchte die verfolgen. Jetzt nochmal. Desordé. I'd like to know more about my family. Okay. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. But I see you're already busy with something else. Come find me again when you're available. Did you want anything else? Oh mein Gott! I must leave you. Siona, nein! Ach, ihre Quest, wir haben die ja angenommen. Man kann ja nur eine Begleiterquest annehmen. Ja, komm, dann machen wir das. Gehen wir zum Außenposten der Allianz. Wir können auch hier rüber reisen. So, dahin. Verdrat Nordstraße, da müssen wir hin. Ach so, ja, jetzt haben wir wieder Petrus. Boah, ich würde aber gerne Kurt dabei haben. Ich mag den Petrus irgendwie nicht so. Aber wir können es ja erstmal, lassen. Dann müssen wir mal kurz hier warten. Jetzt können wir die Reise fortsetzen. Na, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Laufen wir jetzt hier mal ein bisschen schneller. Da hinten stehen Leute. Aber man kann ja trotzdem so die ganze Dingens hier so erkunden, ne? Also so ganz aufgeschmissen ist man ja hier nicht, muss ich sagen. May the Enlightened protect me in this battle! Come, the Dara Grimaderum Dan! Your magic is running out! Take a potion!
So. Das nehme ich noch mit. So, jetzt müssen wir nach oben gehen. Ich erkunde jetzt noch nicht alles, also sonst komme ich absolut durcheinander, welche Wege ich noch gehen sollte, welche ich schon gegangen bin oder so. Es ist... Wir können unser Lager aufschlagen. Das ist sehr schön. Weil ich habe natürlich das Gefühl, dass wir sowieso überall mal noch hinkommen werden. Bin mir da natürlich jetzt nicht sicher. Zu 100%. Also die Welt ist jetzt hier nicht so ganz abgeschieden, sag ich jetzt mal. Also man kann trotzdem hier noch... Ich weiß gar nicht, habe ich das gerade schon mal gesagt? Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Man kann trotzdem hier noch überall so hingehen, wo man ganz gerne hingehen möchte. Man ist jetzt nicht... Ne? Oh, hier liegen schon Leute. Das waren aber nicht wir, ne? Tagebuchseiten eines Soldaten. Die Gruppe der Eingeborenen, die ich beobachten sollte, verbringt viel Zeit im Wald. Trotz meiner Befehle habe ich es nicht gewagt, ihnen dort hineinzufolgen. Viel zu viele wilde Tiere schleichen dort herum. Ich frage mich, was diese Wilden dazu bringt, ihr Leben im Wald zu riskieren. Wollen wir mal gucken gehen? Ob wir da was im Wald finden? Your magic is running out. Take a potion. Mein Gott. Be careful. Your armor is falling apart. May the shadow engulf our enemies. Na, solange er sich auf ihn konzentriert, kann ich jetzt schön ruhig angreifen. Scheiße, jetzt habe ich zu spät geblockt. Zu früh eigentlich. Oh. Der war hart. Ach, Siona, die Gude hat Probleme. Jetzt los. Was hat der? Was ist mit seinem Auge hier? Hä? Was passiert? Warum rennt er weg? Da liegen noch mehr. Maybe enlighten protect me in this battle. Wird wahrscheinlich jetzt hier nicht der Wald sein, aber doch aktivieren. Ihr habt einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. Ah, hat sich doch gelohnt. Ob wir die gute Königin Murara jetzt schon, jetzt sagt mir Google hier mein Wetter. Das macht mich wahnsinnig, bis sich das immer selbst aktiviert, ey. Also wir müssen hier hoch. Wir müssen hier rein. Das wir nicht wahrscheinlich nicht einfach so können. Halt! Who goes there? Desarde. I am the legate of the merchant congregation. Oh, well, you can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand. Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people, and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. Arschloch. Well, who are you? Desarde,
Legate of the Merchant Congregation. Why are you at war against the natives? Because they reject our presence. They've been attacking us for months. These savages, they stubbornly refuse civilization. And our men pay the price. We can't let them slaughter us without reacting. Since you arrived here, you have destroyed the forest and ripped open the earth. And people disappear in our villages, the On-Al-Manawi first. We are only defending ourselves. And we are the savages. Since we've defeated you, you can believe what you like. Anything else? Yep. Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. Her liberation? That'll prove difficult. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! We didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, On-Al-Manawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. Thank you, Captain. Siora, I'm terribly sorry. Let's go see her now. I need to... I will pray for her soul, Siora, so that the Enlightened may welcome her in his glory. The infirmary must be the building on the right, near the camp entrance. Let's go. Das ist echt hart gerade. Who are you? Are you looking for a doctor? I'm the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you are keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there in the room on the left. Mother. No. I should give you some privacy while you are mourning. We won't be far. And Vorstir to Matir. Men sida den on Milfrichtemann. I must take her with me on On-Al-Manawi. We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. She must be given back to the earth. So, let's go back to see the captain and try to make him change his mind. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Ptolemy. Those are some serious accusations, even for a member of the Guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I also saw certain documents. We could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officer's building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the camp. Gut, dann werden wir jetzt erst ihn fragen. Ich bezweifle aber auch, dass er dem zustimmen wird. Aber wir können es ja mal versuchen. Vielleicht haben wir ja auch eine einfache Möglichkeit. Also müssen wir auch unser Charisma irgendwie stärken. Warte mal. Da fällt mir gerade ein, ich kann doch was vergeben. Attribute. So. Schwere Einhandwaffen brauche ich nicht. Stasis benutze ich eigentlich momentan kaum, ne? So, den nehme ich hier und die Schusswaffen. Obwohl, ne, ich nehme das Schwert.
Das sollte noch ein bisschen geben. So, wir können noch einen auf Ausdauer geben, aus Stärke, Beweglichkeit, Genauigkeit, Willenskraft. Ich gebe jetzt noch einen auf Ausdauer. So, Talente haben wir nichts. Und versuchen wir es. Your Excellency, what do you want? We would like to retrieve the remains of the Queen. Bring her back to her people and her family. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the Governor specifically asked us to keep her. He wants her delivered to one of his scholars who wanted to study her. Was? You have lost a lot of men in this battle. How would you feel if someone prevented you from giving them a proper burial? If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected, wouldn't you want to have them back? The way I feel when it comes to my men does not concern you. I cannot give her back to you. End of discussion. Captain, I insist. Let us take this body with us. I have orders, Your Excellency. I've already told you. It is my mother we are talking about. My mother whom you let die by dragging her all the way here. Give her back to me, or I swear that I will never leave you in peace. This isn't the right way to approach this, Siora. Come. This man is as cold as stone. I'm afraid we have no choice but to pressure him now, like the doctor told us. We will have to be discreet if we want to find these documents without getting caught. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, wo die Dokumente sind. Ich habe die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Ich sehe nicht, ob OBS aufnimmt. Wie gesagt, das ist so irritierend, dass ich da oben links nichts sehe. Da, ne? Bei Bandicam war es ja wirklich so, dass die Zahlen da, die FPS-Zahlen immer gelb waren. Wenn man aufgenommen hat, waren sie rot. Man konnte es wirklich sehen, aber das macht mich wahnsinnig. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass die Folge zu Ende ist, damit ich nämlich kurz umschalten kann und gucken kann, ob auch wirklich aufgenommen wurde. Ach, mein Gott. Wir gehen jetzt einfach mal ganz chillig hier rein. Gucken uns die... Das war klar. Schloss Knacken 1 haben wir drauf. Notiz vom Hauptmann des Außenpostens in Verdrath. Roderick, du musst mich heute Abend zu einer Zusammenkunft begleiten, die in der Nähe des großen Baumes im kleinen Wald im Westen stattfindet. Wie immer wirst du für deine Dienste entlohnt werden. Sag niemandem ein Wort davon, du weißt, was wir riskieren, wenn jemand von unserem kleinen Handelsgeschäft erfährt. Hier ist ein Dokument, das könnte nützlich sein. Their meeting with the buyers. Then we should go there. He won't be able to deny it if we catch him red-handed. There is a risk that he will react violently. But we have no other choice. Let's go then. I know this place. It is further down the road, near a large tree. Und wir haben hier noch was. Brief vom Vater Octavius an den Hauptmann des Außenpostens in Verdrath. Hauptmann, vielen Dank für die Lieferung. Jetzt können wir unter gleichen Bedingungen gegen die Allianz kämpfen. Endlich, wir sind bereit, noch mehr als beim letzten Mal zu zahlen. Wenn wir mehr Schusswaffen und alchemistische Präparate bekommen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Vater Octavius. Das hat uns jetzt nicht sehr viel gebracht, aber egal. Wir haben auf jeden Fall was, wir wissen was. So, wir gehen jetzt hier raus. Was ist das hier? Die roten Wälder. Auftrag, Schädlingsbekämpfung. Ich werde jeden belohnen, der bereit ist, die Füchse zu töten. Die nachts in unser Lager gekommen sind, um unsere Hühner zu erbeuten. Diese dreckigen Biester bringen ihre Beute entweder direkt vor das Lager oder südlich davon, um sie dort zu verschlingen. Sie müssen mit einem Schuss getötet werden, denn die Viecher sind verdammt schnell. Och nein. Och, das tut mir jetzt leid. Ich kann doch keine Füchse töten, ey. Wir müssen noch ein bisschen weiter, ne? Genau. Oh, ich töte doch keine Füchse, ey. Ne, das kann ich nicht. Das zählt jetzt bestimmt zu so einem Auftrag. Oh, hier ist der Baum gleich. Genau, das ist der Baum. Here we are. This is the tree that was mentioned. Let's hide while we wait for them to arrive.
Well, Captain, you have some peculiar friends for a man who obeys the Alliance. You? What are you doing here? We stumbled upon some strange documents and wanted to see for ourselves if there was any truth to them. Sorry, my friends. If you want our shipment, then we need to get rid of this nosy legate. Captain, you are making a grave mistake. All we want is to negotiate. I want the body of my mother. May the shadow engulf our enemies. Mein Gott, ey. You've no magic left. Drink a potion. May the Enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Enough! A surrender! I would never have thought that you would dare to attack allies of the congregation. It seems to me that you were the one who attacked. How did you put it? This nosy legate? And why are you on his side, Father? I defended myself, just like my friend. And I know Cornelia would not approve of these little trades with the enemy. Had you simply listened to us, Captain, this fight would not have taken place. All we wanted was for you to respectfully deliver the body of the Queen to her village. And will you stay silent about what you saw? We are neutral. Trading amongst yourselves does not concern us. In that case, very well. I'll return to the outpost and ensure it's done. Now I would like for us to return to my village. I am eager to reunite with my sister. In that case, let's return to Verdreis. Oh, wir können jetzt direkt dahin zurückkehren oder hier bleiben. Wir kehren dort direkt hin zurück, weil das da, was ich da aufsammeln kann, das will ich jetzt nicht aufsammeln. Und die Füchse möchte ich jetzt wirklich nicht töten. Genau, wie so viel Zeit muss sein. So. Ich muss mich jetzt verabschieden. Guck mir die Aufnahme mal eben an und tschüss, bis zum nächsten Mal.